Direkt aus Jerusalem kommt der Israel-Bericht, das Vierteljahresmagazin, mit einem Blick auf Israels neuesten Akzelerator für die Erforschung des Atoms. Wir besichtigen Israels Hauptstadt auf eine neue Art mit der O-Jerusalem-Tour und lernen den Araberjungen Jubrin kennen. Als viertgrößter Exportartikel. Sie steuern der Ökonomie jährlich mehr als 160 Millionen Dollar bei. Letzte Ziffern zeigen, dass der Modeexport diesem Jahr um 30% anwachsen kann. Mehr als 80 hiesige Fabrikanten waren in der Jerusalemer Modewoche vertreten. Einer von ihnen, Rigma, zeigt auch eine eigene musikalische Darbietung, um zu beweisen, dass viele der heutigen Modelle von traditioneller Folklore beeinflusst sind. Der sogenannte Traffic Stopper kombiniert rot gewebten Beduinen Kattun mit gaseartigem Kefir-Stoff. Und Josefs bunter Rock bekam moderne Formen mit diesem bunten Kaftan über verengter Hose. Die Modelle waren zwar schöner als die Tänze, aber trotzdem war es ein Genuss für die Zuschauer und ein gutes Geschäft für Israel. Jubrin kennt alle Stufen der Behandlung und bereitet einige selbst.
Dr. Aaron Drucker. We know Jubrian since the age of three. Wir kennen Jubrian, seit er dreijährig zum ersten Mal aus seinem Geburtsort an der Westbank nach Israel kam, um hier operiert zu werden. Damals war er an beiden Nieren operiert. 5 Jahre später, im Alter von 8 Jahren, kam er zurück, dass seine Nierenfunktion sich so verschlechtert hatte, dass er vollkommen von der künstlichen Niere abhängig war. Dann wurde er auf Dialysebehandlung gesetzt. Seitdem lebt er in unserem Krankenhaus. Jetzt geht es ihm viel besser, dank der Dialysebehandlung 4-mal in der Woche. Und wir hoffen, dass er sehr bald auf ein Transplantationsprogramm kommt. Dann wird er eine Niere haben und er wird zweifellos ein normales Leben führen. Sein Vater starb vor einigen Jahren, seine Mutter ist blind, er lebt in einem kleinen Ort am Westufer, keiner in seiner Familie kann ihn pflegen und während des letzten Jahres lebt er mehr und mehr ständig in unserem Krankenhaus. Sogar nach der Transplantation wird es ein Problem sein, ihn zu bewegen, das Krankenhaus zu verlassen und eine Familie für ihn zu finden, in der er aufwachsen kann. Wie kann ich am besten Murray Koffler und allen seinen und unseren kanadischen Freunden, die heute bei uns sind, im Namen des Weizmann-Instituts dafür danken, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes unsere Teilhaber geworden sind in diesem Projekt von beispielhafter Größe und Wichtigkeit. Das Projekt, dieser Multimillionen-Dollar-Accelerator, der über die modernen Gebäude des Weizmann-Instituts in Rehovot emporragt. Er erhebt sich zu einer Höhe von 56 Meter. Innen hat er einen 14-UD-Pelletron, der es den Wissenschaftlern ermöglicht, den Atomkern zu erforschen. Die eierförmige Kuppel enthält ein gigantisches Laboratorium zur Ionenforschung auf dem Turm, der den Accelerator umschließt. Am Tage der Einweihung des Pelotron wurden Ehrendoktortitel verliehen. An Paul J. Flory für seinen grundlegenden Beitrag zur physikalischen Chemie. Maurice Buckstein für sein Hilfswerk für die Opfer der Naziverfolgung und für seine Leistungen für das Weizmann-Institut. Ada Sereni für ihr Wirken zur Rettung europäischer Juden. Und an Murray Koffler für seine Tätigkeit zur Förderung der Wissenschaft. Die Doppeltürme der Pelotron-Anlage bilden das erste Stadium des Kanada-Zentrums der Kernphysik. Für Israel und für die Welt sind die Auswirkungen profund. Ich glaube, Sie werden mir beistimmen, dass heute ein bedeutsamer Tag in der Geschichte Israels ist.
Wir hörten die Prognosen der Sachverständigen für das Kanada-Zentrum. Es wird ein Lichtsignal der Wissenschaft sein, das alle Nationen ruft, ihre Wissenschaftler herzuschicken, um gemeinsam für das Wohl der Menschheit zu wirken. Denn es ist eine einzigartige Eigenschaft des Weizmann-Instituts, Grenzen zu überbrücken und alle Völker aufzufordern, gemeinsamer friedlicher Arbeit mit Israel die allumfassende Sprache der Wissenschaft zu verbreiten. In a common, peaceful purpose, communicating in the universal language of science. Diese pharisäischen Synagogen der Altstadt wurden von den Jordaniern während der Besatzung nach dem Befreiungskrieg zerstört und seit dem Sechstagekrieg wieder aufgebaut. Wir sprachen mit Dr. Pinkas Peli, dem Professor für jüdisches Wissen an der Ben-Gurion-Universität und selbst ein Jerusalemer in der fünften Generation. Playing here in Yochanan ben Zakkai Synagogue in Jerusalem. Hier in der Yochanan ben Zakkai Synagoge zu beten, heißt in 2000 Jahre jüdischer Geschichte zu tauchen. Man kehrt zurück in das Jahr 70, als der Tempel in Flammen aufging. Yochanan ben Zakkai, der Führer jener Generation, verließ die brennende Stadt, um dem Judentum einen neuen Anfang zu geben. Doch sein Herz blieb hier, zurück in der Synagoge. Die Synagoge, die zweifelhaft einen großen Teil jüdischer Geschichte gesehen hat, die lebendig wird, wenn man die Synagoge betritt. Statt des Tempels, der in biblischen Zeiten das Zentrum jüdischen Glaubens war, wurde die Synagoge eine Art Mini-Tempel und der Brennpunkt jüdischen Lebens und jüdischer Existenz. Diese Synagoge besonders wurde das Heim sephardischer Juden, deren Traditionen von ihren kulturellen Erlebnissen im Mittelmeerraum beeinflusst sind. Sie kamen her nach der Vertreibung aus Spanien und in späteren Jahren als Flüchtlinge aus arabischen Ländern und der türkischen Herrschaft. Bundeslade und die Bima der benachbarten Istanbul-Synagoge wurden aus einer Synagoge in Italien nach Jerusalem gebracht. Vor der Bima sieht man eine Darstellung des Heiligen Tempels, wie ihn der Künstler sich vorstellt, der ihn vor 400 Jahren malte. Und über der Bima stehen die Worte des Psalmisten: Beugt euch vor dem Herrn in der glänzenden Heiligkeit. Diese Synagoge hier ist nach dem Propheten Elia genannt, zum Andenken an sein laut Überlieferung mysteriöses Erscheinen an einem Sabbat, um als zehnter Mann den Minyan zu vervollständigen. Hier hat man das Gefühl des Heimkommens, in ein Heim, das man nie verlassen hat. Und von hier können wir einen unseren Blick auf die Zukunft richten, eine Zukunft, geschmiedet in der Vergangenheit, die wir mit uns nahmen, als wir Jerusalem verließen. Doch unser Herz blieb hier, hier in dieser Stadt. Wenn man in dieser Synagoge betet, hat man das Gefühl, gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zu leben. Mit El Als modernsten Verkehrsmittel zu fliegen und dann auf jede mögliche Art und Weise, von Autobus bis Kamel, zu reisen, ist nur ein Teil eines neuen Reiseplans in Israel, der O Jerusalem heißt. Es ist eine Reihe ungewöhnlicher Erlebnisse, die ziemlich alles enthält. Man kann mit einem Beduinen-Scheich auf Arabisch Tee trinken und sich auf Jiddisch in Jerusalems alten jüdischen Viertel unterhalten. O Jerusalem ist der erfüllte Traum eines Amateurfotografen, wie man hier im Machane Yehuda, dem farbenprächtigen Gemüsemarkt der Stadt, sehen kann. Bei Spaziergang vorbei an den Eierfrüchten und Tomaten haben die Besucher die Möglichkeit,
In Yad Vashem herrscht eine ernste und ergreifende Atmosphäre. Die Besucher beenden das rührende Rendezvous mit der Vergangenheit bei der Skulptur der Israeli Ilana Gur. Viele sind bewegt und legen als Ausdruck ihrer Gefühle einen symbolischen Stein zu Füßen der Statue, die vielleicht Israel versinnlicht. Sie ist benannt Hatikva, die Hoffnung. Das war ein spezielles Vierteljahresmagazin des Israel-Bericht. Beachten Sie die nächste Ausgabe mit mehr Berichten über die Menschen, die Plätze und die Ereignisse in unserem Land. Der Israel-Bericht ist produziert und geleitet von Yael Roe. Nun im Namen aller unserer Mitarbeiter, Shalom aus Jerusalem für den Israel-Bericht.